Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Oh, fährt der Reis oder fährt er nicht Reis? Der Bus hier. Fahren wir mal langsam vorbei. So, wir sind jetzt gleich in Helmtal. 1,9 Kilometer. Da schmeißen wir eigentlich schnell runter. Dann haben wir für den gleichen Kunden noch eine Baustelle. Da schmeißen wir zwei runter. Dann haben wir eins für Düren. Und dann fahren wir wieder rein, haben eine zweite Tour, laut Schein, glaube ich, komplett jülich. Genau. Aber jetzt sind wir erstmal 1,6 Kilometer, sind wir da. Fahren wir rückwärts, hier von dieser Straße rückwärts bei ihm drauf, das ist direkt das erste Haus, wo seine Schreinerei ist. Da waren wir schon ein paar Mal, schmeißen wir das runter. Wie geht's euch? Mir geht's gut, das Wochenende war sehr schön. Ich habe auch sehr gut geschlafen, ich bin fit. Fit wie Dojo, heute Morgen auf der Kaffee schön mit Johnny. Heute Morgen auf dem Kaffee, hä? Heute Morgen auf der Firma einen wunderschönen Kaffee mit Johnny getrunken. So war es richtig. Was der redet denn? Was der redet? Wieder ein Bus. Es ist ein bisschen windig, finde ich jetzt mal so. Mercedes. Da steht nie ein Auto. Fahren wir mal hier schräg drauf und dann bleiben wir mal hier stehen und dann muss der irgendwie wegfahren. Ich gehe jetzt mal gerade rein, vielleicht ist das ein Kunde von ihm, weißt du? Oh. Vielleicht ist das ein Kunde von ihm, der den Wagen kurz wegfahren kann. Ich muss mal gerade hören. Jetzt mache ich gerade mal hier das Ding dran, ganz kurz. Und dann ziehe ich meine Jacke aus. Eins haben wir jetzt hier abgeladen. Papiere machen wir gleich. Auf der Baustelle ist ja der gleiche Kunde. Jetzt gucken wir mal die Straße. Die Straße. Hausnummer, ja, der Ort ist auf jeden Fall richtig. Hausnummer, zack, zack. Guck mal bitte. Oh, eine verkehrsberuhigte Zone für mich. LKW-Verbot, 5,5 Kilometer. Muss ich mal gucken. Wo möchte er denn mit mir hin? Er möchte mit mir dahin, 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 dahin. Ja, ja. Ich will auf jeden Fall gleich mal die ganzen Gestelle. Was habe ich denn hier abgeladen jetzt für eins? Die 978 habe ich abgeladen. 78 habe ich abgeladen. Eins habe ich zurückgenommen, die Nummer schreibe ich mir gleich auf. Und jetzt laden wir da noch zwei ab. Ich weiß nicht, ob die abladen. Ich glaube nicht. Das wäre natürlich... ich möchte das nicht. Ich kann die ja da stehen lassen, dann kann der die mit hier hinnehmen. Das macht er öfter schon mal von Baustellen. Oder aber ich fahre wieder zu der Baustelle hin. Jetzt schauen wir mal, wo er denn mit mir lang möchte. Wahrscheinlich links rum. Das ist richtig.
rechts kommt keiner, links kommt keiner. Ja, der Wagen, der da gerade stand, das war ein Kunde. Die Dame hier unten aus dem Haus, die hat angerufen oben, der wohnt hier oben, glaube ich. Und dann kamen die beide direkt und dann haben wir dann abgeladen. Der Mann ist ja gefahren. Alles wunderbar. Jetzt geht es gleich irgendwo hier rein. Stopp hier. Jetzt kommen wir gleich in die Straße, wo wir normal im LKW nicht rein dürfen. Aber genau da laden wir ja ab. Alles wird gut. Sag ich mir immer. Hier ist das schön hier, oder? Diese Eifeldörfchen finde ich klasse. Aber hier ist halt der Hund begraben, ne? Voll. So, jetzt muss ich hier rechts hoch. Okay. Aber nicht hier rechts, sondern geradeaus. Dann gabelt sich die Straße oben, dann müssen wir links. Der Kunde musste gerade noch jemand im Nachbardorf abholen. Das ist kein Problem. Ach, da stehen sie schon. Wunderbar. So, die haben wir jetzt schön abgestellt. Die können jetzt. Ich habe gedacht, der lädt die ab, aber der lässt doch drauf. Er sagte gerade, das ist auf jeden Fall besser, mit Spedition zu fahren, wie mit den eigenen Autos, die vorher hatten. Weil wenn jetzt zum Beispiel von den Jungs, die vorher da festgefahren sind, einer krank war oder zwei, dann konnten die ja keinen stellen, weil die ja nur zwei Fahrer hatten oder drei oder wie auch immer. Die konnten dann keinen stellen, dann ist er nicht ausgeliefert worden. Und bei einer Spedition ist das ja generell so. Generell, wenn jetzt kein Fahrermangel ist oder wäre, dann kann der Spediteur, wenn ich jetzt krank bin oder was, immer einen Fahrer stellen. Wir haben ja auch im Büro Leute, die den Führerschein machen mussten. Wie hört sich das für euch an? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall können wir immer Fahrer stellen. So sieht das eigentlich aus. So, jetzt fahren wir nach Düren. Und da haben wir den einen Bock für. Jetzt gucke ich mal. Das ist doch die komische Allee hier. Ohne Hausnummer. Jung, ohne Hausnummer. Das war der absolute Knaller gerade. Ich habe ja gerade die Straße eingegeben, wo ich jetzt hin muss nach Düren, da war ja keine Hausnummer bei. Und dann wollte ich gerade, oder ich war im Begriff, das Büro anzurufen von meinem Kunden hier und wollte fragen, ob die die Hausnummer rauskriegen könnten. In dem Moment, wo ich wirklich die Hand zum Telefon führen wollte, hat die angerufen und hat gesagt, ich wollte dir die Hausnummer durchgeben. Ja, das war natürlich mega. Wir sind um kurz vor 10. Wir sind um kurz vor 10. Da. Ja, das war ja gerade ein Zufall, ey. Leg mich in den Tisch. Wunderbar. Erstmal anschnalle. Schöne Baustelle hier. Wie gesagt, ich habe hier noch die Räume direkt ein bisschen ab, aber nö. Ja, ist gut für mich. Kann gleich wieder düsen. Jetzt hätte ich ein bisschen warten müssen. Die bauen gerade erstmal die alten Fenster aus, das ist dann Zweifachglas und hier haben wir dann ja dreifach. Kilometer, 9.57 Uhr habe ich gerade der Frau aus dem Büro gesagt und wie gesagt dem Kunden Bescheid, dass ich dann zum 10 da bin. Läuft gut und dann fahren wir rein und dann haben wir ja noch, die Zettel habe ich schon dabei, Jülich, ne? Jülich? Habe ich Jülich gesagt? Ich glaube schon. Tere, tere. Ein schöner Tag. Ich bin fit.
kann nicht sehen, ob da hinten jetzt kühlt. Ne. Es ist frei. So, sehr schön. Ich hätte jetzt bei den Gestell, weil ich jetzt noch drauf habe, ne? Da ist die Folie so ein bisschen am Losgehen. Da wollte ich eigentlich jetzt ein bisschen Klebeband drüber machen. Ich habe für Notfälle immer so ein bisschen Klebeband dabei, damit ich die Folie wieder fixieren kann. Aber was soll ich euch sagen? Ich habe vergessen. Gut. Ist ja nicht schlimm. Autobahn haben wir nicht gefahren, über Land fahren wir hier 60, 70, sage ich jetzt mal. Ich bin ja ehrlich. Kurz vor 10 sind wir da, halbe Stunde? Ach, nicht halbe Stunde leer machen, Viertelstunde leer machen. Und dann rein und neu laden. So, übrigens, wie bin ich jetzt gleich da? Noch 1,1 Kilometer, 9.48 Uhr. Ich fahre jetzt hier rechts und dann müssen wir, glaube ich, nochmal rechts. Das kannst du so sehen. Ja, da müssen wir nochmal rechts, genau. Und dann ist das auf der rechten Seite. Ist das ein Sack? Ja, sondern ich weiß es nicht. Sehen wir gleich. Ich hoffe, ich habe da Platz. Ich kenne die Straße jetzt nicht. Ich war noch nicht da. Geht da jetzt, ne? Mal noch rät und dann sind wir da. Hier sind wir in Düren, ne? Hast du schon erwähnt, ich weiß nicht. Ja, kannst du ja ausmachen. So, jetzt lassen wir uns gerade kicken, wo wir hier sind. Das ist die Straße. So, aufpassen hier. Nochmal keinen berühren hinten. Hausnummer habe ich auch parat und ich sehe schon wieder schwarz. Ich hoffe, die haben wir ein bisschen abgesperrt, sonst habe ich nämlich keinen Platz. Ich muss mich ja irgendwo zwischen die Autos zwängen. Da hinten steht ein Dixie, das kann sein, dass das da ist. Das wäre natürlich toll. Da, glaube ich, habe ich Platz. So, jetzt gucken wir mal unsere Hausnummer. Kann sein, dass ich da Platz habe. Ja, das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Schauen wir mal. Ach, da sind die Leute schon. Geschmissen. Jetzt fahren wir rein. Wo fahren wir lang? Zeig es mir. Habt ihr schon meine neue Handyhalterung gesehen? Guck mal bitte hier mit Magnet.
Guck mal bitte hier. Ich habe ja hier so ein Pad reingeklebt, ne, von TomTom. Und da kannst du jedes Mal irgendwas anderes drauf. Hier wird's besorgt nach. Du weißt Bescheid. Und weißt du woher? Trödelmarkt Neuss. Da war ich gestern. Ikea. Ich wollte das nur mal erwähnen, weil das ist viel besser, wie als wenn du da immer drauf drückst und das Handy da versuchst reinzuschieben. In der anderen Handyhalterung vorher, da hat meine Hülle nicht mehr mit reingepasst, da musste ich die Hülle immer mit abmachen und weiß, nee. Wir haben jetzt gerade eben wieder geladen vor, keine Ahnung, 20 Minuten und sind jetzt in Jülich und schmeißen den kompletten runter. Also das beinhaltet drei Elemente. Drei Elemente, sag ich schon. Jo, drei Elemente, Junge. Drei Gestelle. Wir sind jetzt gleich da, das ist quasi hier links drin irgendwo. Schauen wir mal, ob wir da hier noch Platz haben. Das wäre natürlich toll. Da vorne drin ist das irgendwo. Ja. So, fahr doch. Wir haben doch Grü. Hoffentlich haben wir da Platz zum Abstellen. Das ist irgendwo hier drinne. Okay. Hier ein bisschen mal links. Hoffentlich kommen wir da mit dem LKW überall durch. Das wäre toll. Jetzt haben wir erstmal quasi rot. Das ist auf jeden Fall super. Das ist echt lustiges Spiel. Das passt. Er steht ein bisschen weiter vom Randstein weg, das ist auch scheiße. Ich muss jetzt ein bisschen rechts rüber lenken. Oi. Ja, das geht. Wie sieht es da aus? Ja. Wenn auf beiden Seiten geparkt wird, ist das immer scheiße. Aber wir lassen uns Zeit und dann ist das gut. Hoffentlich haben wir gleich in der Sackgasse Platz, wo wir entladen müssen. Das wäre natürlich dann teuer. Jetzt müssen wir hier links rein. Hier müssen wir links. Können wir schwenken. Jawohl. Es ist einfach herrlich. Pass auf, jetzt komme ich da hin und dann kann ich das nicht abstellen. Das ist toll. Wir fahren auf jeden Fall gleich die Sackgasse direkt rückwärts rein, weil wir auf der rechten Seite das Haus haben, laut Navi. Ich habe jetzt alles schön abgestellt da. Ich bin jetzt gleich schon wieder bei Ventana. Ich habe dem Lagermann gesagt, dass ich mich melde, ob ich komme oder nicht. Aber es ist ja noch sehr früh. Da kann ich auf jeden Fall vorladen. Aber ich habe seine Telefonnummer gar nicht. Deswegen fahre ich jetzt einfach dahin. Selbst wenn er jetzt noch was zusammenstellen muss, dann ist das kein Problem. Auch wenn ich jetzt was später wäre. Aber das wäre für mich Quatsch, jetzt morgen wieder hier hinzukommen. Das ganze Gebimmel ist übrigens von Samstag ausgehend. Sag mal so, wir hatten am Samstag Klassentreffen. Also, die Klasse und die Parallelklasse, wo ich drin war, die hatten zwischendurch schon mal ein Klassentreffen, da war ich gar nicht. Und ich war jetzt das erste Mal danach, was hat Ron, also ne, Rick, mein Sohn, ausgerechnet, nach 36 Jahren habe ich die Leute jetzt alle wieder gesehen. Vereinzelte Leute waren, was ist los mit dir, ist doch alles durchgestrichene Linie, ach nicht, durchgezogene Linie. Er ist einfach durchgeballert. Nach 36 Jahren habe ich ihn wieder gesehen. Den einen oder anderen habe ich zwischendurch natürlich mal wieder gesehen, aber den Hauptteil natürlich nicht. Die haben mich alle nicht wiedererkannt, weil ich in der Schule ungefähr so, also ich war echt ein Lauch, ne? 45, 50 Kilo, klein, super dünn. Und jetzt bin ich natürlich 1,80 und 95 Kilo. Das sieht natürlich schon ein bisschen anders aus. Die meisten haben mich gar nicht erkannt. Das war total witzig. Die haben mich gefragt, welche Wachstumshormone ich über die Jahre genommen habe. Keine. Das war halt gutes Essen. Und ich bin ja auch Spitzensportler und von daher. Und dann hat ein Kollege von mir eine Gruppe eröffnet. Sogar die Lehrer waren da. Und ich dachte ja, mein Klassenlehrer von damals, der war schon alt, aber der war knapp vor 50. Und er ist jetzt
über 80. Der war da. Der Lehrer der Parallelklasse war mein Mathe- und Sportlehrer und so weiter. Der war auch da. Der war super geil. Echt super geil. Der wird jetzt 72. Das war echt ein mega geiler Abend. Und ja, wie gesagt, einer hat eine Gruppe jetzt ins Leben gerufen, gestern, mit allen Telefonnummern. Und deswegen bimmelt das Telefon jetzt zwischendurch schon mal ein bisschen öfter. Das ist auf jeden Fall ganz witzig. Nur falls es euch interessiert. Wir sind jetzt gleich bei Ventana Vorlass. So, ich habe jetzt alles ein bisschen mit Klebeband fixiert. Das ist nämlich richtig stürmisch, aber warm, wie ihr seht. Oder seht ihr nicht, ich habe keine Jacke an, weil es einfach total warm ist. Aber ich habe hier so gewisse Stellen mit Klebeband gemacht, damit das nicht, damit da nichts runterkommt. Hier auch, damit der Wind nicht runterkommt. Verstehst du? Und mir die ganze Folie wegfetzt. Ja. So, die zwei da müssten ja normalerweise. Ich muss jetzt mal auf den Schein gucken. Ich blick gerade nicht durch. Dann habe ich zwei. Warte. Ich muss jetzt gerade kicken. Der weiß ich, wer das ist. Wer ist das hier? Okay, das ist er. Und das ist zweimal der gleiche hier. Müsste sein. Lass mich mal gerade gucken. Habe ich euch das schon gezeigt? Meine neue Handyhalterung. Guck mal hier. Rips. Ja. Magnetisch. Und super fest. Ja. Da brauchst du nicht mehr diese Kackdinger da. Ich wollte gerade sagen, vom Trödelmarkt. Aber das eine vom Trödelmarkt, das war ja auch sehr geil. Das ist hier. Warte, in meiner Tasche. Ich bin übrigens schon am Hof. Die hat übrigens einen LKW geparkt auf ungefähr so 7 oder 8 Pkw-Stellplätze. Guck mal bitte hier. Ja. Weil ist Platzmangel. Finde ich auch wieder total geil. Anstatt der draußen parkt. Nein, erstmal hier. Konnte keiner parken. Ist das ein neuer Wagen? Ach, das ist ein neuer Auflieger. Das ist meine alte Halterung. Ne? Und hier passt mein Handy nicht rein mit Hülle. Obwohl die Hülle total dünn ist. Ja? Wollte ich nur mal sagen. Und das Ding hier ist auch vom Trödel, aber das ist mega strong. I'm really happy with that.